Appetit. Willkommen zurück bei Hamburgs Helden. Ich bin hier heute am Hamburger Gabenzaun, am Hamburger Hauptbahnhof mit meiner Kollegin Jule, die gerade hinter der Kamera ist. Und ja, noch ist hier gerade nicht so viel los, aber gleich geht's hier los, denn da kommen die Kollegen vom Gabenzaun e.V. und bauen hier so einiges auf. Die kümmern sich um die Obdachlosen und ja, wir gucken mal, was hier so los ist. Also, los geht's. Die es so schwer haben, ein kleines bisschen leichter zu machen, indem ich über Gespräche, über einen Kaffee in die Verweisberatung gehen kann, um sie wieder anzubinden an eine Straßensozialarbeiter. Wir haben gerade auch telefoniert. Und kannst du mir erzählen, wie lange es den Gabenzaun schon gibt? Ja, der ist am 29.01.2017 gegründet worden, das heißt fast 4 Jahre, durch eine Guerilla-Aktion. Okay. Also es heißt wirklich so, dass es wurde ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ihr seid doch so schön jung, aber diese ganzen Mauern, die waren ja früher mit so Zacken versehen, die sogenannten Trinkerzacken, ja. Die wurden dann verboten, weil man sich darauf so verletzte und dann wurden so Zäune über die Mauern gesetzt, damit die Obdach- und wohnungslosen Menschen sich nicht ausruhen können. Und in einer Nacht- und Nebelaktion haben dann unsere beiden Gründerinnen, also Sarah und Reni, was an die Zäune gehängt, einfach um den Zaun verbinden zu lassen und nicht zu trennen. Also ich denke, jedem, den es warum auch immer ein bisschen besser geht, hat auch so eine soziale Verantwortung, es denen, denen es nicht so gut geht, ein bisschen besser zu machen. Das stimmt. Und das ist immer so ein bisschen, es hört sich jetzt so total solidarisch an und hast du nicht gesehen. In der Regel kommt man auf die Idee, darüber nachzudenken, wenn einem selbst etwas widerfährt, was positiv oder negativ ist. Und dann bin ich auf Suche gegangen, wo kann ich helfen und mag es eben auch. Ich habe ganz großes Herz und ganz viel Liebe da drin und das eben auch durch die Gegend zu spreaden. Ganz anders als dieses bekloppte Virus. Das klingt super, ja. Wo du schon vom Virus sprichst, wie wirkt sich das denn auf den Gabenzaun aus? Also was ist da anders? Was macht ihr dagegen? Naja, also wir achten schon sehr darauf, Abstände zu wahren. Da haben wir das Wort. Dankeschön. Ja. Und wir versuchen den Menschen einfach zu helfen, indem wir auch in die Unterbringung soll ich sagen, es ist natürlich schwierig, jemanden in ein Sechsbettunterbringung zu kriegen. Also das finde ich, darüber kann ich einen Monolog halten. Also ich bin kein Freund von diesen Wahnsinnsunterbringungen. Ich bin also ein Verfechter der Open the Hotels Fraktion und denke ganz einfach, dass das wirklich eine Möglichkeit wäre, die Menschen zu retten. Das sehe ich in, ich glaube auch, dass durch Corona die Menschen, die mehr politisch unterwegs sind und kämpfen, dass die einfach eine stärkere Macht bekommen haben, weil sie mehr zusammenhalten. Ja, das stimmt. Zusammenhalt ist das Stichwort. Ne? Was wird am liebsten genommen von den Obdachlosen? Gibt es da irgendwas? Also Unterwäsche generell, ist es schwierig auf der Straße zu waschen. Es wird ja gar nicht trocken. Also selbst wenn man sich mit ein paar Mann solidarisiert und man nimmt jetzt irgendwie eine Waschmaschine zusammen, auch da ist es ja wieder die Geschichte. Die Tagesaufenthaltsstätten sind weitestgehend geschlossen. Das heißt, diese Möglichkeit des Waschens in einer Maschine sind nicht gegeben. Und eine andere Hose mal zu bekommen, ist leicht, aber wer möchte denn gebrauchte Unterwäsche? Das möchte keiner. Das sind neue Unterwäsche, Socken, alles was direkt an der Haut ist, das was als erstes vom Zaun weggenommen wird. Das ist total faszinierend, weil so denkt man gar nicht darüber nach, dass es das ist, aber jetzt, wenn man das erklärt bekommt, dann denkt man sich so, stimmt, ist eigentlich schon logisch. Gab es eigentlich schon mal Streit am Zaun? Also ständig Streit. Ständig Streit. Ja, man muss dann relativ robust sein, mal ab und zu eben auch einfach dazwischen gehen. Niemand ist freiwillig obdachlos. Die, die am wenigsten haben, geben am meisten, absolut. Wir haben die Zaunfeuerwehr gesehen. Mhm. Wofür ist die genau? Was macht ihr damit? Die Zaunfeuerwehr ist mein Auto, also mein privates Fahrzeug. Ach so, dann wäre genau die richtige. Ja, und damit, wir nehmen das Ding und machen auch aufmerksam. Ja, sie fällt auf. Knallrot. Sie ist knallrot, deswegen ist es ja auch eine Zaunfeuerwehr. Und wir machen mit dem Ding wirklich aufmerksam. Der Hamburger Gabenzaun ist für mich etwas, ist ein Herzensort. Ein Ort, wo ich hingehe, wo ich,
Wärme verbreiten kann und darf und ich es den Menschen einfach ein bisschen leichter machen kann. Einfach um, hier ist so viel Not und ich kann, also jeder hat die Macht, es den Menschen ein kleines bisschen besser zu machen. Jeder. Ja, das war's auch jetzt schon wieder. Wir haben echt viele Leute hier kennengelernt, viel Neues gelernt und ich finde das eine super Aktion hier. Ja, wenn ihr das auch toll findet, dann schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr uns auch gleich abonnieren und liken und wir freuen uns dann. Tschüss!